Können wir hier eigentlich durch? Warte mal. Nein, okay. Schade. Hätte sein können, dass wir da durchgehen. Oh. Danke. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Hab was gehört? Ich auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Destilleriebezirk zurück. Und gucken mal. Das, toll, das bringt natürlich super was. Und gucken mal, was wir dann jetzt machen. Ob wir jetzt die eine Mission machen, also die eine Methode oder die andere. Mir sagen beide irgendwie zu. Also ich habe kein Problem damit, die Leute umzubringen. Ich will natürlich versuchen, so... Hungrig ist keine Flusskriecher. Ja. Du wirst sterbenskrank. Ich will natürlich versuchen, ein so positives Ende wie möglich zu erreichen. Aber es kann natürlich... Sie suchen? Kann natürlich ein bisschen schwierig werden, wenn ich keinerlei Leute töten will. Boah, ey, das ist ein totaler Typ. Was? Okay, der eine Bolzentasche kann ich nicht nehmen. Okay, der eine schläft immer noch, der andere. Der entweder ist er wach geworden oder der... Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. 5. Ich würde die nicht töten. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine... Hey du, verschwinde. Das ist eine private Feier. Hilfe, Sir, bitte helfen Sie. Was ist los? Hilf mir doch jemand! Wieso hab ich Bolzen? Wieso? Na toll. Ach, ihr dreckigen Miesen. Das ging jetzt mal gar nicht gut. Boah, warte mal. Da haben wir doch eigentlich was ihr habt, oder? Warte. Wo war denn das jetzt? Tödlicher Schwarm hier. Kostet 3. So eine scheiße dreckigen Wachen. Ich hab nichts gemacht. Nur mit der alten angequatscht. So. Da dürften die Ratten hoffentlich nicht rankommen. Ich meine, da war irgendwie sowas, dass man die Ratten. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der da drüben hin. Wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind. Beachten Sie, dass Calvin Boulevard der Hagar Square führt, bis auf weiteres abgeht. Ja, okay, kennen wir auch schon. Aber eine Notiz hat, Schlüssel, wir hatten noch einen Schlüssel gerade gekriegt, ne? Schlüssel zur Wohnung des Kunsthändlers. Wir haben einen Schlüssel zum Kunsthändler? Wie das denn? Hilfe! Umzingelt ihn! Wo kommst du näher? Der lebt noch, okay. Umzingelt ihn! Stimmt! Zu den Waffen! Umzingelt ihn! Ich glaube, ich lauf grad. Okay, der kämpft. Okay, soll der machen? Das ist, geht nicht auf unsere Kappe. Muss ich landen? Bin ich blöd? Kommt, glaube ich, von da hinten, ne? Ich gehe mal eben hier lang. Was ist das denn hier? Kommt. Kommt zum Abendessen. Kommt, meine kleinen Vögelchen. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nichts. Die vielen Herren fragen nicht mehr nach mir. Du hast dich darum gekümmert, nicht wahr? Wie nett von dir. Okay, dass wir die noch einmal begegnen, das wundert mich gerade ein bisschen, aber okay.
Der Outsider. Auszug aus dem Buch, aus dem Tagebuch eines bekannten Ketzers, der vor dessen Hinrichtung sichergestellt wurde. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, das den Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht, zogen von einer Siedlung oder einer Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in den Wäldern, die verfluchten Aufseher immer im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an dem der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster sogar die verschlossene Tür eines Hauses von außen öffnen konnte. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen und er wird mich zu sich rufen, wie er sie zu sich gerufen hat. Nennt mich aufgrund meiner Studien einen Ketzer, werft mich in eine kalte Zelle, geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht, verbrennt meinen Körper zu Asche. Aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Wenn der wüsste, dass es den Outsider wirklich gab, wo sind wir verdammt nochmal? Ach lol. Lol, ich bin jetzt Hast du ihn gesehen? Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja, die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Sagst du ihm das bitte, wenn du ihn siehst? Ich hab keine Ahnung, ich hab gerade gar nicht zugehört, sorry. Allisons Brief. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company im Cerkonos angenommen. Was? Das ist ein Schreibfehler. Bald schon werden wir unsere erste Studie direkt südlich von Kanaka beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchteweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Kanaka auf mich. In Liebe, deine Allison. Das ist ein Schreibfehler, ne? Ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company in Cerkonos angekommen. Angenommen wird aber. Heißt, sollte wahrscheinlich da stehen. Das ist die Wache. Missachtung der Vorschrift ist strafbar. Und der letzte ist auch weg. Ach, die verschwinden anscheinend zwischendurch mal. Kann das sein? So. Ne, war noch richtig. Hä? Das kann nicht sein. Wir müssen da hinten hin. Ich versuche den Weg dahin zu finden. Es gibt leider keine Map hier. Los, falsche Taste. Okay, wir müssen auf jeden Fall rüber. Okay. Hier sind drei Wachen. Des Kunsthändlers. Die zur Wohnung des Kunsthändlers gehen. Wir gehen einfach mal rein. Das ist Kunst, lausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein. Das ist nichts wert. Oder? Nie im Leben. Ich glaube, ich habe das Ding hier im Haus meiner Oma gesehen. Und die war keine Fürstin. Ja, wird er nie los. Lohnt nicht, die mitzunehmen. Ich gehe hoch und gucke, ob die anderen was gefunden haben. Okay. Der kommt gerade hier in die Richtung. Ich verstecke mich mal gerade hier. Ich hoffe nur, dass er uns nicht sieht hier. Er kann neue Fähigkeiten einsetzen, genau. Kleiner dreckiger Pisser! Mann! Ist ja nicht wahr hier. Verpiss dich jetzt.
Leute für sowas. Der dreht sich jetzt auch um, wetten. Nein, doch nicht. So. Komm. Deine Ecke schlafen. Meine Güte. Okay, über uns. Das geht natürlich nicht kaputt. Morleys Rückzug. Grimaldi Churchbolt. Öl auf Leinwand. Licht entlang der inversen Kurve. Selbstporträt. Von Anton Sokolov. Selbstporträt, okay. Kann ich nichts lesen. Der pennt, okay. Sagen, wir gehen mal erstmal nach oben, weil das ist die letzte Etage oben. Na los du, nochmal. Ja, wenn ihr nicht so eine dicke Tür, wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten würden. Rührt sich nicht. Keinen Millimeter. Ich hab mir noch die Schulter verrenkt. Hör auf zu heulen und probier's nochmal. Stell dir nur die Schätze dahinter vor. Die helfen über den Schmerz weg. Wenn du meinst, probier's doch. Waschbecken trinken. Da ist der. In da in die Richtung. Wieder links. Nichts drinne. Warte mal ganz kurz. Da drüben, na toll. Ich habe keinen Betäubungsbolzen, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Was war die 6 nochmal? Warte mal. Inventar. Munition. Ach, Brandbolzen. Boah, ne, lass mal lieber. Verschwunden. Ich bin nirgendwo. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Ich finde dich schon noch. Guck voll in meine Richtung, weißt du, dann geht's nicht. Der hätte verschwinden müssen. Oh. Ach komm, scheiß auf die zwei Typen, ey. Ah, okay, der. Ah, okay, so, die dürfen mich gar nicht sehen. Alles klar, okay, jetzt hab ich's kapiert. Jetzt hab ich's kapiert. Zack, 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 zack. Oh, Golden Cat, große Neueröffnung. Mr. Bunting, ich weiß, Sie haben darauf gewartet, dass die Golden Cat wieder eröffnet wird. Wieder eröffnet. Vermutlich haben Sie fieberhaft darauf gewartet, mein Lieber. Umso größer ist meine Freude, Sie morgen zu unserer großen Neueröffnung einzuladen. Ich versichere Ihnen, dass wir nach dieser Begegnung mit der Seuche alles von oben bis unten gereinigt haben. Wir sind bereit für Sie. Jeder hier liebt Sie und für die Hälfte der Mädchen sind Sie ein echter Freund. Madame Prudence. Okay, also ein Pornoliebhaber. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemannstradition und aus Waldknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben, von einem alten Hasen an einen Grünschnabel, der noch nicht auf einem schwankenden Deck geradeaus gehen kann. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Männer Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Tyvia lebten.
Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen unsicher lese. Ups, jetzt habe ich nicht gelesen, was im Bild das genau war. Keine Ahnung. Lief vielleicht daran, weil ich immer noch die gleiche Aufnahmesession habe wie vorhin. Ja. Wir brauchen die Kombination. Im Haus des Kunstes befindet sich ein verschlossener Tresor. Dexter's Bande konnte den Tresor bislang nicht öffnen, also muss die Kombination anderswo befinden. Okay. Dahinter ist auch dieses, die Rune. Haben gerade wohl ein paar Ratten weggefressen. Da sollen sie mich nicht fressen. Oh. Er wurde gerade gefressen, alles klar. Ja gut. Egal. Aber warte mal, wenn die zu Staub zerfallen, dann können die ja. Ich dachte, die weißen Ratten greifen mich nicht an. Ne, die weiße lasse ich mal. Mistviecher. Okay, der kann jetzt nicht durchquetschen. Schade. Ich bleib mal bei den Bolzen hier. Heilkräuter, Heilkräuter, ein bisschen Nahrung. Kelvinbar. Da geht's noch weiter runter. Drückst du Bottle Sweet, was? Hä? Hä? Ach lol. Okay, wir sollen diesen Tresor auf jeden Fall öffnen. Wir müssen durch das Hotel. Okay. Dann gehen wir mal hier kurz hier zurück. Der Weg ist etwas kürzer. Und dann hier, wie es aussieht, durch zum Kelvin Boulevard. Achtung, Bürger von Dunford. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. Ich bin Thaddeus. Okay, die sind da. Kann ich die vielleicht hier hinlocken? Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Alter! Oh, die sind auf der Seite! Oh, fuck! Ist doch nicht wahr! Oh Mann, immer die falsche Taste! Wieso? Ja, die suchen mich immer noch. Oh. Oh, oh, oh. Nein, ich bin nicht da. Ich muss irgendwo hin, wo es sicherer ist. Schnell hier rein.
Ja, das lief jetzt nicht ganz so wie geplant. Ups. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. So, hocke mich hier hin. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Ich muss nämlich langsam was essen. Ich habe jetzt den ganzen Tag was aufgenommen und habe noch nichts gegessen. Bis auf eine Schüssel Cineminis, aber das muss ja nicht alles gewesen sein. Also, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet dieses Mal wieder genauso viel Spaß mit meinem Rumgeblödel hier. Das lief jetzt gar nicht nach Plan. Gar nicht nach Plan, obwohl ich gar nicht nach Plan spiele. Das ist echt ganz merkwürdig. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr nach Plan spielen. Na, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet dieses Mal, wie gesagt, wieder genauso viel Spaß wie beim letzten Mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dishonored, der Definitive Edition. Und mir macht es auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und immer schön im Schatten bleiben. Denn so macht es am meisten Spaß, die Leute zu erschrecken und abzuschlachten. Macht's gut, ciao, ciao und bis demnächst.